Das Nachrichtenflaggschiff der ARD sind die Tagesthemen mit Tom Buro. Sie werden immer sehr seriös, neutral und journalistisch professionell dargebracht. Wir haben uns gedacht, wir präsentieren Ihnen diese Tagesthemen der närrischen Jahreszeit angemessen als Fastnachtsthemen. Erleben Sie deshalb zum ersten Mal als Premiere in der ARD die Fastnachtsthemen nicht aus Hamburg, sondern aus Mainz. Viel Vergnügen! Nahelesen, liebe Zuschauer, willkommen zu den Fastnachtsthemen. Die Nachrichten im Überblick. Mainz. Während der Fastnachts-Live-Übertragung aus Mainz kam es völlig überraschend zu einem vierfach donnernden Hellau. Wiesbaden. In Wiesbaden-Biebrich musste eine Prunksitzung schon nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Der Vortrag war so schlecht, dass die Kapelle sich weigerte, einen Tusch zu spielen. Dankeschön. Gießen. Jeder zweite Hesse verbringt seine Freizeit am liebsten in Mainz. Guten Abend, Herr Bouffier. Freunde der saisonalen Ekstase, ist es nicht schön hier? Das ist öffentlich-rechtliche Grundversorgung. Der Intendant des SWR strahlt, Peter Boudgoust, heute Abend verkleidet als Gebührenjäger. Irgendwo habe ich gelesen, dass jetzt die Fernsehgebühr mit der Friedhofsgebühr gekoppelt wird, weil man genau dort die Zielgruppe von ARD und ZDF vermutet. Freunde der Nacht, die Mainzer Fastnacht ist jung und schön. Ich sehe viele Frauen, die einen Dirndl gut ausfüllen könnten. Das kurfürstliche Schloss in Mainz, das ist auch sehr gut ausgefüllt. Aber Sie sollten erst mal unser Rathaus sehen. Das ist der Knaller. Ich verstehe überhaupt nicht, dass es keiner mag. Es ist von Arne Jacobsen gebaut, ein Architekt von Weltrang. Jacobsens Krönung, wenn man so will. Das Gebäude ist erst 40 Jahre alt. Jetzt müssen ein paar Kleinigkeiten gemacht werden. Außen sind ein paar Stellen. Und innen natürlich, da müssen wir auch noch mal ran. Im Keller, ich habe Bilder gesehen, oh, oh, oh. Und das Dach. Ja, das ist es aber. Also ansonsten ist es tipptopp. Was hat der Denkmalschützer neulich gesagt? Die ganze Welt würde sich kaputt lachen über Mainz, wenn wir das Rathaus abreißen. Also bitte. Erstens lacht jetzt schon die ganze Welt über Mainz, weil wir so witzig sind. Und zweitens muss es doch nicht abgerissen werden. Ich würde es sprengen. Und da sind wir schon beim Thema Geld, Herr Oberbürgermeister Ebling. Schade, dass so wenig Banker hier sind heute Abend. Leider haben viele abgesagt, alle wegen derselben Krankheit. Tinnitus aureus, da hört man Geld klimpern, wo nichts mehr ist. Viele Banken suchen sich ein neues Geschäftsmodell. Die Deutsche Bank hat eine völlig neue Unternehmenskultur geschaffen. Die investieren jetzt den gesamten Gewinn in die zu erwartenden Prozesskosten. Und es kommt genau hin. Also. Ich frage mich oft, wie läuft es wohl bei den Wirtschaftsbossen, bei den Konzernlenkern im Privaten? Ja, wenn der Global Player nach Hause kommt, wie kann man sich das vorstellen? Steht da die Ehefrau im Flur, in der Eingangshalle und sagt, guten Abend, Herr Familienvorstandsvorsitzender. Wir haben uns ja längere Zeit nicht gesehen. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Ihre Gattin. Die Local Lego Player sind bereits im Sleeping-Modus. Wollen der Herr heute Abend noch mit mir fusionieren? Oder geht das alles ein bisschen volkstümlicher? Er kommt nach Hause, anstrengender Tag, 2 Stunden über Klein-Winterlein gekreist, zieht den Mantel aus und da kommt ihm die Frau entgegen. Im Haushaltskittel kommt sie ihm entgegen, unplugged steht sie vor ihm und sagt, ohne jedes Mitleid, sagt sie, bei dir wird's auch Altschwede. Aber nirgendwo auf der Welt versöhnt man sich so schnell wie in Mainz. Komm her, lustig Stricke. Ich hab's nicht so gemeint. Komm her, jetzt immer wieder gut. Trinke mir ohne. Komm, jetzt essen wir erstmal einen Ring Fleischwurst, dann sehen wir weiter. Ich bin neulich durch die Stadt gelaufen, da habe ich gesehen, überall wird an den Kirchen gearbeitet. Ja, viele katholische Kirchen waren eingerüstet, werden renoviert, werden saniert. Am Dom stand ein großes Baugerüst. Und da habe ich gedacht, Mensch, ist das nicht auch ein Symbol für den Reformwillen, die Kraft der Erneuerung in der katholischen Kirche insgesamt? Die katholische Kirche hat ein Wahnsinnsglück mit ihren Immobilien, aber sie hat ein irrsinniges Pech mit dem Personal. Ich meine natürlich Bodenpersonal. Ja, ich meine natürlich Bodenpersonal. So manches Gebäude ist moderner als die Insassen. Ich meine, wenn ich mir den Vatikan anschaue, ja, von wegen Rente mit 67, da fangen die erst mit der Ausbildung an. Und es gibt kaum einen Beruf, wo man kurz nach der Ausbildung fast tot ist. Gott gilt als unfehlbar, die katholische Kirche wohl nicht. Die Bischofskonferenz hat die Aufklärung der Missbrauchsfälle ins nächste Jahrtausend verschoben. Ich glaube nicht, dass das Gottes Wille war. Das war der Wille derjenigen, die etwas zu vertuschen haben. Aufatmen an den Kölner Krankenhäusern. Kardinal Meisner gewährt den vergewaltigten Frauen wieder Schutz. Nach nur 2-wöchiger Bedenkzeit hat der Kardinal erkannt, dass eine Frau, die von einem Gewalttäter geschwängert wurde, möglicherweise ein distanziertes Verhältnis zu ihrem Kind haben könnte. Dass dafür nicht noch ein vatikanisches Konzil einberufen wurde. Die Schwangerschaft einer vergewaltigten Frau ist doch kein Donum vitae, ist doch kein Geschenk des Lebens. Das ist die Folge eines Verbrechens. Ich frage mich, liebe Nerlenalesen, ich frage mich, wie lange sich die guten Gläubigen noch von diesen lebensfremden alten Männern zum Narren halten lassen wollen. So, weitere Nachrichten im Überblick. Es ist noch kein Narr vom Himmel gefallen, aber ein Österreicher, Felix Baumgartner, stürzt aus 39 Kilometer auf die Erde. Typisch Ösi, fällt da oben aus der Kapsel raus. Ja, also. Ein Deutscher hätte das Ding flott gemacht und wäre bis zum Mars vorgedrungen. Gérard Depardieu, Superstar aus Frankreich, der alte Sack. Ja, der hat auch nicht mehr alle Hinkelsteine im Schrank. Erst pinkelt er ins Flugzeug, dann fällt er besoffen vom Roller. Und jetzt lässt er sich freiwillig zum Russen erklären. Also das ist ja wohl wirklich. Der nächste Skyfall, Thomas Gottschalk, ist abgestürzt. Der blonde Engel macht eine Sendepause, hatte wohl aber noch vom ZDF-Intendanten den Geheimauftrag, den ARD-Vorabend zu ruinieren. Und das hat er auch gut hinbekommen. Das hat er auch sehr gut geschafft. Den spektakulärsten Absturz hatte Christian Wulff. Er war der jüngste Bundespräsident mit der kürzesten Amtszeit, der geilsten First Lady, die das dümmste Buch aller Zeiten geschrieben hat. In dem dürfsten Klinkerhaus aller ganzen Welt haben sie gewohnt. Also. Da geht es den Menschen wie den Leuten. Pariser Schuh und Montbarrefis. Das hässliche Klinkerhaus in Großburg-Wedel hat es gezeigt. Was wir brauchen in Deutschland ist eine ordentliche Bauleitung. Alle Großbaustellen sind außer Kontrolle geraten. Die Elbphilharmonie, fast 20 Mal so teuer wie geplant. Knapp 1 Milliarde soll sie jetzt kosten und zeitgleich mit dem Berliner Flughafen eröffnet werden. Also nie. Stuttgart 21 steht kurz vor dem Aus. Das muss man sich mal vorstellen. 2 Milliarden Euro wird es kosten, das Ding nicht zu bauen. Und der Ministerpräsident Kretschmann und der neue Oberbürgermeister Fritz Kuhn, die sind natürlich erleichtert. Die wollen jetzt einen Krötentunnel von Stuttgart bis Ulm bauen. Was den Grünen auch sehr gut gefallen müsste, wäre der Berliner Flughafen. Der Bär, der ist perfekt, ja, ein Biotop. Ein Flughafen, der überhaupt keinen Fluglärm erzeugt. Es gibt keine Starts, keine Landungen. Jetzt gibt es noch ein paar Brandschutzprobleme. Ja, der ist so schlecht gebaut, dass er noch nicht mal brennt. Heißt aber Willy Brandt. Ja, der Wovi hat sich einen Bär aufbinden lassen. Und Wovereit hat gesagt, nein, er will jetzt nicht weglaufen. Er soll auch nicht weglaufen, er soll wegfliegen. Ja, und zwar in hohem Bogen, eine Unverschämtheit, wie dieser Mann sich benimmt. Er soll auch einen russischen Pass beantragen. Aber solche Probleme gibt es hier nicht in Rhein-Main. Der Frankfurter Flughafen ist, um es vorsichtig auszudrücken, in Betrieb. Das können wir hier in Mainz sehr gut beurteilen. Aber es gibt für die besonders empfindlichen Sensibelchen auch noch ein Nachtflugverbot. Ein Service der Fraport zwischen 23 und 5 Uhr ist absolute Ruhe. Man muss nicht schlafen. Und es gibt Leute, die liegen wach und plötzlich denken sich, huch, ich höre doch was, da fliegt doch jemand. Ja? Also wenn das überhaupt so ist, dann sind das absolute Ausnahmen. Ja, also sehr, sehr streng geregelt. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, es schneit in Paris. Dann dürfen alle Flugzeuge aufgrund unvorhersehbarer Wetterverhältnisse in Europa bis 3 Uhr nachts in Frankfurt landen. Die Begründung, das Gebiet um Mainz herum hat früher mal zu Frankreich gehört. Und der französische Gesandte ist heute Abend hier bei uns, Monsieur Bouffier. Herr Bouffier, ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns im Land. Vielleicht sind Sie auch hier, um zu schauen, was mit Ihrem Länderfinanzausgleich passiert. Also die meisten Sachen hier haben wir geliehen aus dem Saarland. Herr Bouffier, Sie müssten mal im Sommer vorbeikommen, bei Ostwind. Da können Sie sehen, wie viele Flugzeuge wir Ihnen über den Länderluftdruckausgleich nach Frankfurt rüberschicken. Und ich sage Ihnen, wenn Sie den Länderfinanzausgleich kippen, dann werden wir nicht lange fackeln. Im selben Moment wird Wiesbaden aus der Humorsonderförderung herausgenommen. Schauen Sie mal, der Oberbürgermeister von Wiesbaden, der Müller, der kann den ganzen Abend hier als Fortbildung absetzen. Ich wundere mich. Ich wundere mich, dass in Hessen überhaupt noch so viele Männer in der Politik tätig sind. Wir in Rheinland-Pfalz haben praktisch nur noch Frauen hier. Wir haben alles umgestellt auf Frauen. Malu Dreyer als Ministerpräsidentin, ja, die ist so beliebt, da fällt mir überhaupt nichts Böses ein im Moment. Julia Klöckner, Ja, unsere neue... Wir hatten mal den gemeinsamen Friseur. Julia Klöckner in der Opposition, natürlich auch weiblich besetzt. Beide Frauen übrigens ohne Doktortitel. Da kann also nichts passieren. Das Bild der Frau hat sich gewandelt. Kristina Schröder ist hoffentlich noch da. Hören Sie zur Rolle der Frau einen Kommentar von Peter Saditzki vom Närrischen Rundfunk. Also zur Rolle der Frau, also meine Großmutter zum Beispiel, die war noch nie fort. Ja, die war nie verreist, die war immer daheim. Die hat sich im Fenster, im Rahmen, hat die sich so ein Fenster, so Deckchen reingestoppt und dann hat die rausgeguckt den ganzen Tag. Ja. Von welchem Internet? Das hieß damals noch Fensterbrett. Und... Die Oma, die musste nichts googeln, die wusste trotzdem alles. Ja? Bei der hieß es, ich google mal. Und die war hilfsbereit, da konnte man sagen, hier Oma, 4 Kinder, 3 Wochen, wir rufen an. Und wie ist es heute, wenn wir heute die Großeltern, falls sie überhaupt noch in der Originalkonstellation unterwegs sind, ja? Wenn wir die antreffen wollen, dann müssen wir am Flughafen zwischen 2 Interkontinentalflüge müssen wir die Enkel an der Scheibe hochhalten, damit die überhaupt über den Bestand informiert sind. Soweit der Kommentar von Peter Saditzki vom Närrischen Rundfunk zur Rolle der Frau. Zurück zur Politik. Es gibt Kandidaten, die werfen ihre Fettnäpfchen voraus. Sie wissen alle, wen ich meine. Peer Steinbrück ist Kanzlerkandidat der SPD. In der CDU gilt er ja bereits als Mitarbeiter des Monats. Ich kann es nicht verstehen. Ja, Peer Steinbrück war bis zu seiner Ernennung als Kandidat einer der besten politischen Redner in ganz Deutschland. Ja. Und dass er damit Geld verdient hat, damit hatte keiner ein Problem, außer den Sozialdemokraten. Aber so funktioniert der Kapitalismus. Kaum kriegt er keine Kohle mehr dafür, redet er den letzten Scheiß. Herr Steinmeier, da muss ich auch mal ein Kompliment nach Berlin schicken. Ja, die SPD in Berlin, da muss ich ein Riesenkompliment machen. Es gibt keine Partei in ganz Europa, die sich so präzise auf ihre Wahlniederlagen vorbereitet. Still ruht die Kanzlerin im Amt. Angela Merkel macht nicht viel, aber vor allem macht sie nichts falsch. Sie macht es genau wie die Saloonbesitzerin Kitty im Western. Wenn es eine Schießerei gibt, duckt sie sich hinter der Bar, wartet ab, bis alle Männer sich umgenietet haben, dann kommt sie wieder hoch und geht mit dem Sieger ins Bett. Aber es gibt ja noch die CSU mit dem schwer erziehbaren Vollhorst. Machen Sie eine Sondersendung draus. Seehofer, der Ramazzotti unter den Berlusconis. Er gilt als Frauenförderer der ersten Stunde. Bayerische Landfrauen, bleibt daheim und füllt eure Dirndl gut aus. Wartet, bis der Mann ins Haus kommt und euch ein Kind schenkt. So habe ich es auch in Berlin gemacht. Und Kristina Schröder, wer hat sie denn eigentlich zur Bundesküchenzeilenministerin gemacht? Also irgendwas funktioniert doch da nicht bei der Familienförderung. Bei vielen Frauen sollte ja eigentlich die Milch einschießen, aber die haben so einen Hals, denen läuft die Galle über. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Ja, vielleicht habe ich es nicht ganz richtig verstanden, was Sie da machen wollen. Ich fände es toll, wenn Sie uns das mal vormachen. Gehen Sie doch mal mit Ihrem Kind aufs Land und ziehen es da groß bis zur Grundschule oder meinetwegen auch bis zum Abitur. Ganz in Ruhe. Damit wäre uns allen, glaube ich, schon sehr geholfen. Wir brauchen noch keine Herdprämie. Wir brauchen eine Betreuung für die Kinder, deren Eltern sich während der Kampagne hier in der Saalfastnacht verausgaben. So, ich habe neulich gedacht, Mitglied der FDP zu sein, das ist noch härter als die Dschungelprüfung. Es ist bei denen los. Ja? Westerwelle fliegt wie ein Irrer um die Welt, damit man ihn nicht sieht. Rösler war schon weg, dann steigt er wie Phönix, steigt er aus der Wahlurne in Hannover raus. 10%, ich bin wieder da. Das sind einige der FDP, die man wirklich betreuen müsste. Ganz frisch dabei ist Jörg-Uwe Hahn aus Hessen. Also wenn man sich nicht richtig ausdrücken kann, ja, dann sollte man über Fastnacht vielleicht einfach mal die Klappe halten. Und übrigens, wenn wir eine Debatte über das Aussehen von Politikern führen, dann kommen einige schlechter weg als Philipp Rösler. Und was mich an ihm, an Rösler stört, ist nicht seine vietnamesische Herkunft, es ist seine spießige deutsche Software. So. Herr Brüderle, sind Sie bereit? Jetzt sind Sie dran. Sie übernachten nicht im Hotel heute, nehme ich an. Machen wir es kurz. Ich finde, lieber Herr Brüderle, dass Sie mit Laura Himmelreich, mit dieser Sternschnuppe, dass es nicht geklappt hat. Das ist kein Problem. Da mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Im Gegenteil, da haben Sie Glück gehabt. Ja, ich habe mir die Frau mal angeguckt im Internet, da haben Sie wirklich Glück gehabt. Aber beim Parteivorsitz, da hätten Sie beherzt zupacken müssen. Vielleicht denken Sie auch inzwischen lieber Fastnachtsprinz in Wiesbaden als FDP-Vorsitzender in Berlin. Ja, kann ja sein. Ich finde, die Aufmerksamkeit, die die FDP bekommt, steht schon lange nicht mehr im Verhältnis zu ihrer Bedeutung. Und noch einen letzten Satz. Wenn irgendjemand einen Dirndl besonders gut ausfüllen könnte, dann ist es doch Peter Altmaier, oder? Lesen. Hier kommt noch das Wetter. Das Wetter ist uns scheißegal. Wir sitzen im geheizten Saal. Das waren die Fastnachtsthemen. Danke fürs Zuschauen. Hello! Ein grandioser, närrischer, politischer Rundumschlag. Er steht zum ersten Male hier in Mainz auf einer Fastnachtsbühne. Seine Premiere bei Mainz-Blatt Mainz, wir singt und lacht. Ein waschechter Mainzer Bub. Lars Reichow. Dankeschön. Wenn ich sage, ein waschechter Mainzer, weiß ich das genau. Er ist um Lerscheberschen, die Schulgarin in der Schule, wo ich lange Zeit auch Lehrer war, die ich geleitet habe. Deshalb stimmt das auch. Mittlerweile wohnt er in Finde. Das, ja, als Kunstnummer habe ich natürlich meine Probleme. Und mit dem Mumbacher kriegst du auch Krach. Von welche Pariser Fies und Mumbacher Schuh, gell? Oder war es umgekehrt? So hätte es dir wahrscheinlich besser gefallen. Lieber Lars, eine tolle Sache. Kompliment, großartig. Wir verabschieden dich mit einem dankbar dreifach donnernden Hello. Tschüss.